Es gibt nicht viele Autohersteller, die einen solchen Mythos wie Lamborghini haben. Seit 1964 bauen die Italiener Sportwagen in Kleinserie. 1948 von Ferruccio Lamborghini gegründet, wurden zuerst Traktoren produziert. Dass der Firmengründer mit der Konstruktion von Sportwagen begann, soll der Legende nach eine Auseinandersetzung mit Enzo Ferrari gewesen sein. Weil der Sportwagenliebhaber Lamborghini mit seinem Ferrari unzufrieden war, der Patriarch aus Maranello die Reklamation aber nicht ernst nahm, fasste Lamborghini den Entschluss, es ihm heimzuzahlen. Weitestgehend in Handarbeit entstanden damals Autos, die mit ihren Leistungsdaten in der etablierten Sportwagenwelt reichlich Staub aufwirbelten. Seit dem 1966 vorgestellten Miura kratzten alle Wagen an der 300 km/h Schallmauer. Von dieser Tradition ist in den Fertigungshallen in Santa Gata noch einiges zu sehen. Auch der Aventador und der hier zu sehende Gallardo entstehen zu großen Teilen in Handarbeit. Und das Gebrüll ihrer Motoren lässt Sportwagenfans auf der ganzen Welt einen wohligen Schauer über den Rücken laufen. Wo die Marke mit dem Kampfstier im Firmenlogo die meisten Fans hat, ist schwer zu sagen. Die verrücktesten Käufer dürften allerdings in China zu Hause sein. Stellt Lamborghini ein limitiertes Sondermodell vor, stürmen die zahlungskräftigen Chinesen regelrecht die Händler im Reich der Mitte. Je seltener und damit auch teurer ein Lamborghini ist, umso begehrter ist er in China. Und wer das Glück hat, eines dieser Autos zu bekommen, zeigt das auch gerne nach außen. In China gilt, wer einen Lamborghini fährt, hat es zu etwas gebracht und einen besonders exquisiten Geschmack. Nur die chinesischen Polizisten werden neidisch nach Bella Italia schauen. Von einem Gallardo als Dienstwagen können die Ordnungshüter im Land der aufgehenden Sonne nur träumen.